Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host, der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Heute eine Folge aus der Serie Endlich wieder. Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor im Gastgewerbe. Mittlerweile die 11. Folge, hat sich etabliert die Serie und ich freue mich mega auf die heutige. Und wenn wir als Gastgeber, Gastgeberinnen nachhaltig arbeiten, klimafreundlich handeln, ist das natürlich nicht nur gut für die Umwelt, sondern kann dazu beitragen, dass wir unter Umständen Mitarbeiter finden, die auf dieses Thema großen Wert legen. Und natürlich ist das auch gut für den Geldbeutel, weil wenn wir uns mit den Themen zum Beispiel Energiesparen beschäftigen oder vielleicht weniger Lebensmittel wegschmeißen, dann ist das gut für den Geldbeutel. Und das ist für uns gerade in der aktuellen Situation einfach mega, mega wichtig. Aber natürlich auch für das Klima. Und hier mal ein paar, ihr wisst, ich liebe Zahlen, hier ein paar Eckdaten zum Thema Food Waste. Ein Drittel aller vom Menschen verursachten Treibhausgase stammen aus unserer Ernährung. Und jedes Jahr, und jetzt haltet euch fest, landen 1,3, diese Menge kann man gar nicht fassen, landen 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel weltweit in den Müll. Und das entspricht rund einem Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel. Also ein Drittel schmeißen wir wirklich weg. Und die Lebensmittel, die wir verschwenden, würden ausreichen, um 2 Milliarden Menschen zu ernähren. Und das ist einfach mega krass. Und jetzt kommt das Krasseste. Unsere Branche ist für 40% der verschwendeten Lebensmittel weltweit verantwortlich. Ja, und ich will mit dieser Folge will ich nicht den Finger heben und sagen, du, aber ich möchte gerne darauf aufmerksam machen. Ich möchte ein Bewusstsein schaffen dafür. Und neben Food Waste gibt es aber auch noch andere Dinge bei unseren Lebensmitteln, auf die wir achten können, damit es nachhaltiger wird. Und jetzt haben wir endlich die Kurve bekommen zur Folge. Darum geht es nämlich in der heutigen Folge. Wie können wir nachhaltigere Lebensmittel einkaufen und wie können wir überhaupt erst einmal erkennen, welche Lebensmittel nachhaltig sind und welche nicht? Und wie wir den CO2-Footprint unserer Gerichte auf der Karte tracken können? Ja, damit unsere Gäste nicht nur schmecken können, wie lecker das alles ist, sondern auch tatsächlich sehen können, was beim Kochen für CO2 verursacht wird. Um zu erklären, wie das funktioniert und wie ihr das für eure Gastronomie nutzen könnt, habe ich mir heute einen Experten in den Küchenherde-Podcast eingeladen. Mein Gast heute ist Manuel Klarmann von Eternity. Manuel ist Co-Founder und CEO bei Eternity und treibt das Thema Nachhaltigkeit seit über 12 Jahren mit Eternity und einigen anderen Projekten mit an. Und wie man als studierter Mathematiker mit weiteren Schwerpunkten wie zum Beispiel Psychologie oder Neuroinformatik, ich war sehr beeindruckt, diesen Turnaround hinbekommt, das möchte ich jetzt von dir als allererstes wissen, lieber Manuel. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Schön, dass du da bist. Hey, grüß dich, Markus. Danke für die Einladung. Hoi. Sehr gern. Ich beschäftige mich ja schon sehr, sehr lange mit Eternity und ich bin immer völlig überrascht, wenn ich sage, hier, dann nutzt doch Eternity, kannst das so und so machen. Wie, was ist das? Was ist das denn? Ich kenne das gar nicht. Also ich bin immer völlig überrascht, wenn Leute das nicht kennen. Die Organisation, die ich jetzt, also Eternity, die wir gegründet haben in der Schweiz, also es ist 2008 sogar, als wir sie gegründet haben. Ja, wir sind ein kleines Team, wir sind 25 Leute hier. Aber wir geben unser Bestes, so viel wie möglich Informationen bereitzustellen, wie wir nachhaltig kochen können, wie wir es berechnen können, wie man das integrieren kann in so ein Gastgewerbe, in auch größere Gewerbe, um das wirklich zu tracken. Und auch viele Informationen umsonst rauszugeben, um wirklich einfach was zu bewegen, um viele Leute mitnehmen zu können. Genau, also es ist, dem haben wir uns so ziemlich verschrieben, so die letzten letztes Jahrzehnt, die nächsten paar Jahrzehnte wird das eine Aufgabe sein, gesamtgesellschaftlich. Und wir freuen uns, da eine kleine Rolle spielen zu können. Aber jetzt erstmal zu dir.
Was mich wirklich brennend interessieren würde, du hast Mathematik studiert, Psychologie war da ein bisschen mit bei, Neuroinformatik war da ein bisschen bei. Das hört sich spannend an, aber gar nicht nach dem, was du dann jetzt gerade tatsächlich tust. Was ist passiert? Wie ist dieser Turnaround? Wie hat der stattgefunden? Ja, also ist ein bisschen eine Geschichte. Also ich hab diese Faszination für Neuroinformatik und Mathematik, Psychologie hatte ich natürlich aus der Essenz der, also die künstliche Intelligenz. Also hat mich fasziniert. Mit 14, 15 bin ich da eingestiegen in diese Thematiken. Unter anderem in der Hoffnung, dass wir es hinbekommen, irgendwas zu erschaffen, was einfach clevere Entscheidungen trifft. Ist schon damals so gewesen, dass ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht ganz. Ne? Also wie unsere Welt aussieht, was wir tun, also unsere Konsumhandlungen, die die Welt prägen, das Gesicht der Welt prägen. Und dann leiden so viele Menschen Hunger oder es gibt Kriege oder es gibt einfach Sachen, die irgendwie nicht so richtig zusammenpassen mit dem, was wir eigentlich logischerweise tun sollten. Und bin dann relativ schnell natürlich auf den Trichter gekommen, naja, wir sind halt einfach auch nicht so komplex als Wesen. Wir sind da recht animalisch vielleicht unterwegs in unserer Motivation, kümmern uns hauptsächlich um uns selbst. Und da hatte ich die Hoffnung, dass künstliche Intelligenz tatsächlich uns die Möglichkeit gibt, diese komplexen Entscheidungsstränge, die da vielleicht auch zusammenhängen, für uns aufzulösen und uns die Hilfe gibt, tatsächlich die Welt ein bisschen zu steuern, hin zu dem, dass es allen gleich gut geht. Dass es uns gut geht, aber allen anderen halt auch gut geht. Und es hört sich jetzt abstrakt an, also als 14-, 15-Jähriger sich solche dunklen Gedanken zu machen. Aber war das Studium, habe ich versucht, da vorwärts zu kommen, was zu machen, bis dann meine Partnerin Judith, auch Mitgründerin von Eternity, mit der Idee kam und gesagt, naja, beim Essen ist es relativ einfach. Wir müssen einfach schauen, dass wir die Zutaten wählen, die einfach den Fußabdruck reduzieren, die ganzen Zusammenhänge auf Klimawandel, auf Nachhaltigkeit, auf wie es den Menschen geht generell, kumulieren sich dort, laufen da zusammen und dann war das schnell der Schalter umgeschaltet, sozusagen zu sagen, okay, dann schauen wir doch mal, dass wir allen Menschen diesen Umweltfußabdruck der Lebensmittel zugänglich machen, schauen, dass das etabliert wird, das Thema, und haben damit sowas Technologisches, was uns hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass das dorthin konvergiert. Natürlich mit einer großen Leidenschaft für Lebensmittel, eine große Leidenschaft für gutes Essen, mit der Kultur, die wir etablieren gesellschaftlich um Lebensmittel herum. Das ist natürlich schon auch eine Essenz, wo ich mich wohlfühle. Auch anderer Werdegang, Großeltern etc., die da sehr großen Wert drauf gelegt haben. Ein bisschen eine Kurve, aber passt für mich eigentlich ganz gut. Fühle mich sehr wohl mit der Arbeit. Ich habe ja gerade gesagt, dass Eternity für mich schon fester Bestandteil in meiner Arbeit oder in dem, was ich tue, ist, aber vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt hier zuhört, noch nicht. Ich kann schon mal vorweg pitchen. Eternity kann man auf der einen Seite nutzen für den Lebensmitteleinzelhandel, um Produkte zu, um sich anzuschauen, was die Produkte für einen CO2-Footprint haben und auf der anderen Seite aber auch für die Gastronomie. Kannst du einmal kurz erklären, wieso die Unterschiede sind und wie wir das genau für die Gastronomie nutzen können. Genau, also ganz prinzipiell richtig, wir berechnen die Ökobilanz von den Lebensmitteln, die wir konsumieren. Ich meine, entweder pflanzen wir es selber an, dann ist gut, wir kaufen es im Supermarkt oder wir gehen in ein Restaurant. Und nutzen kann ich es insofern, indem ich mich auf der Webseite bei Eternity einlogge, da gibt es so einen Zugang. Dann kann ich da einfach Rezepturen eingeben, die Zutaten genauer spezifizieren und dann bekomme ich eine Bilanz, die mir sagt, wie viel CO2-Äquivalente sind das für die Zutaten, für das Gericht, aber halt auch eine Berechnung macht, die das bewertet. Also die mir auch sagt, ist das jetzt gut oder ist es schlecht. Und das ist ganz entscheidend. Diese ganzen CO2-Zahlen, die einem da um die Ohren geschmissen werden, ich meine, die sind mal hoch, die sind mal niedrig. Wir müssen wirklich verstehen, wo wir uns zurzeit befinden und wohin die Reise geht. Und diese Bewertung liefern wir und dazu würde ich gerne auch noch mehr sagen, wie die Bewertung auch tatsächlich funktioniert, damit man das nachvollziehen kann. Aber es geht ja halt immer mit dem Thema Transparenz los. Und sobald ich irgendwas transparent mache, so dass ich es sehen kann und verstehen kann, dann kann ich ja auch anders handeln.
Und diese Transparenz, die liefert ihr ja erstmal mit Eternity, egal ob jetzt Einzelhandel oder Gastronomie. Das ist ja der erste Punkt, der erste Schritt. Ja, es ist tatsächlich recht erstaunlich. Wir haben auch so ein Poster gemacht, da sieht man so, das kann man umsonst runterladen, kannst vielleicht die Webadresse kurz dann auch teilen. Auf dem Poster sieht man so 450 Zutaten und wie die eingeordnet sind, wie klimafreundlich die sind und wie nicht. Also sind sie im Roten, sind sie im Grün, wie schon gesagt. Und wenn man da rausschaut, dann sieht man einige Zutaten, wo man sagt, das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Die hätte ich jetzt höher geschätzt, die hätte ich jetzt niedriger geschätzt. Und das ist natürlich eine Erkenntnis, wo wir faktisch berechnet haben, ne, was ist der Transport, was sind die Treibhausgase durch die Treibhäuser, Kühlung, Zusammensetzung von Zutaten, also diese ganzen Einflüsse, die da reinkommen, um dann tatsächlich zu sehen, hey, da gibt es Sachen, die machen richtig viel Emissionen aus und andere, die machen ganz wenig aus. Also wenn man das jetzt so vor sich liegen hat, dann kann man da mal versuchen, die Avocado zu finden, kann versuchen, den Orangensaft zu finden, kann versuchen, die Butter zu finden und merkt dann, ja, der Orangensaft ist relativ schlecht, die Avocado ist sehr gut und die Butter ist mittendrin. Also eigentlich Sachen, die man so jetzt intuitiv eigentlich nicht so geschätzt hätte. Man kann den Apfel mit der Ananas vergleichen und sieht, dass die fast gleich gut sind, obwohl die Ananas 10.000 Kilometer aus Peru mit dem Schiff kommt, um dann zu realisieren, ja, der Transport mit dem Schiff, der macht fast gar nichts aus. Das sind recht spannende Informationen, wo wir, ich meine, ich bin jetzt ins Detail eingestiegen, aber wo einfach so in der Präsenz nicht da sind gesellschaftlich, aber die eigentlich Kern und Angelpunkt eigentlich auch sind, um überhaupt die richtigen Entscheidungen zu treffen, wo wir mit allen Mitteln schauen, dass wir die verbreiten, dass die Informationen zugänglich werden und dass wir das wie so ein bisschen im Bewusstsein haben. Den Link zum Poster, ich habe mir das auch schon angeschaut, packe ich in die Shownotes, kann sich jeder herunterladen, braucht sich nirgendwo anmelden und ich finde es halt eine sehr, sehr schöne Idee, wenn es irgendwo an die Kühlhaustür kommt oder irgendwo, wo es halt gut einsehbar ist, weil es ist einfach ja, wieder Transparenz und ich habe die Möglichkeit vielleicht auch, wenn ich meine Tageskarte, Wochenkarte schreibe, Gerichte kreiere, dann kann ich vielleicht mit einem Auge auch mal auf das Poster schauen und kann vielleicht das eine Lebensmittel rausschmeißen, das andere mit hinzufügen, einfach dieses Bewusstsein und die Karte ein bisschen anders schreiben, sodass die halt mit einem geringeren CO2-Footprint auf die Tische kommt als vorher vielleicht. Wenn ich jetzt als ich habe die Möglichkeit ja als Endverbraucher, wenn ich jetzt nicht als Gastronom hier zuhöre, sondern als Endverbraucher, dann kann ich mir ja die Eternity-App, die kann ich mir runterladen. Es gibt einmal die Webseite, wo ich über die Webseite Rezepturen zusammenstellen kann. Das ist, um Rezepturen zu berechnen. Ich würde es auch nicht sagen, professionelle Gastronomie, weil da arbeiten wir noch mit weiteren Partnern zusammen. Von Delegate bis MBS5 bis Cloud-Menü und Nectar und so weiter, die dann an die ERP-Systeme angeschlossen sind. Als Endverbraucher habe ich die Möglichkeit, tatsächlich entweder direkt auf der Website das Poster runterzuladen, die Rezepte zusammenzustellen oder die CodeCheck-App runterzuladen. Die CodeCheck-App ist eine andere Organisation, mit der wir zusammenarbeiten, wo ich dann die Möglichkeit habe, den Barcode zu scannen von einzelnen Lebensmitteln im Superverbrauchermarkt, mit denen wir kooperieren, wo wir dann auch tatsächlich im Supermarkt knapp 80.000 Bilanzen berechnet haben, um die über diese App zu veröffentlichen. 80.000 ist eine ganze Menge Berechnungen. Ich glaube, es gibt auch niemanden sonst auf der Welt, der so viele CO2-Berechnungen gemacht hat von Convenience-Produkten, also fertigen Produkten im Supermarkt. Ist aber tatsächlich noch, braucht noch ein bisschen Reife, weil es gibt im europäischen Markt jetzt 1 Million Produkte, die ich kaufen kann. Das heißt, ich muss schon ein paar Mal scannen, bis ich dann wieder eins erwische, wo wir berechnet haben. Also da sind wir dran, um mehr zu berechnen. Aber es ist tatsächlich die Idee, auch darüber sozusagen den Konsumierenden diese Bilanzen zugänglich zu machen. Ja, worauf ich hinaus wollte ist, mein Ziel mit dieser Folge, warum wir beide sprechen, ist ja, dass ich möchte, dass ganz viele Gastgeber, Gastgeberinnen hier in Deutschland sagen, das ist für mich eine gute Lösung, weil so kann ich meinen Gästen zeigen, was für ein CO2-Footprint haben meine Gerichte. Das schafft Transparenz, das schafft ein Bewusstsein bei den Gästen auch wieder, die dann wieder sagen, hey, das könnte ich vielleicht für zu Hause gebrauchen oder ich gucke mir das mal ein bisschen näher an. Und um den Endverbraucher geht es dann tatsächlich, weil der macht dann den Impact, indem er klimaneutraler einkauft. Das ist so meine Intention mit unserer Podcast-Folge. Und
Ich möchte ja so einen soften Start für unsere Gastgeber und Gastgeberinnen, die jetzt gerade hier zuhören. Und die haben dann halt die Möglichkeit, erstmal die App runterzuladen oder auf der Webseite zu schauen, als Endverbraucher, nicht als Gastronom, und erstmal zu testen, um zu gucken, gefällt mir das, und vielleicht dann mal bei dem einen oder anderen Produkt so auszuprobieren und dann zu sagen, hey, das gefällt mir, das ist gut und das möchte ich jetzt auch für meine Gastronomie nutzen. Wir kalkulieren jetzt unsere Rezepte, oder beziehungsweise nicht kalkulieren, sondern wir pflegen unsere Rezepte da ein, damit wir dann auch den Footprint unserer Gerichte sehen. Das ist so das, weswegen ich das hier tue und worauf ich aufmerksam machen möchte. Ist ganz richtig, ne? Also wir haben eine gewisse Reichweite mit dem, was wir hier erschaffen mit dem Podcast oder mit Eternity. Aber also mit den Zahlen und den Fakten, die wir da um uns schmeißen und mit der Dramatik, die wir aufspannen. Ich denke, das ist... dass man sich viel von dem Gerede sparen kann, wenn man als Gast irgendwo in einem Restaurant ist und einfach was Leckeres isst, was klimafreundlich ist. Also da ergibt sich sozusagen diese ganze Rechnung. Da sind dann Leute einfach dabei, weil sie merken, okay, ist kein Problem, schmeckt lecker, ich habe es verstanden. Braucht nicht so viel Anstrengung, nicht so viel mentale Arbeit, nicht so viel Aufmerksamkeit, sondern dieses Problem löst sich von selbst. Und das ist eben diese wichtige Schlüsselrolle in der Gastronomie, dass wir hier halt Leute haben. Wir haben hier Brochdis, die wissen, was schmeckt. Die können auch mal ausprobieren, wie unterschiedliche Rezepturen funktionieren, wie man sie zubereitet, wie man es auch mal hinbekommt, da also ganz klar auch weniger Fleisch und Milchprodukte zu verarbeiten und trotzdem einfach super leckere, gesunde und auch günstige Menüs zusammenzubekommen und Leute einfach mitzunehmen, in Massen mitzunehmen mit diesen Ideen. Ohne dass es eine krasse intellektuelle Herausforderung wird oder eine ideologische Spaltung wieder in der Gesellschaft, sondern einfach leckeres Essen. Ja, und das ist ja auch die Idee hinter der ganzen Serie Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor im Gastgewerbe. Wir haben da jetzt 11 Folgen veröffentlicht und für mich ist es eine ganz, ganz wichtige Serie, weil ich glaube, dass alle Gastgeber, Gastgeberinnen da draußen eine ganz andere Bindung zu ihren Gästen haben als der Supermarkt um die Ecke. Da habe ich nämlich eigentlich normalerweise keine richtige Bindung zu. Aber der Gastronom, da kommt man hin, dort hat man einen schönen Abend, dort hat man wird man bedient, bekommt, hat mit Frau, Freundin, mit Freunden irgendwo eine tolle Zeit, kriegt was Leckeres zu essen. Da steckt so viel Emotionales hinter. Und wenn ich dieses Thema dann auch transparent nach außen bringe und meine Gäste darauf aufmerksam mache. Und dann hat das einen Impact, wenn die dann wieder nach Hause kommen, weil da eine andere Verbindung zwischen Gastgeber und Gast ist. Und deswegen glaube ich, wenn alle da draußen sich so ein bisschen umstellen, bemühen, das Thema mit zu bespielen und ihre Gäste mitzunehmen, dann haben wir einen richtig großen Impact, weil dann erreichen wir unter Umständen alle Endverbraucher, die dann später halt wieder einkaufen gehen. Deswegen halte ich das für so, so, so wichtig. Euch erwartet in diesem Jahr wieder eine neue Herausforderung in Form der Mehrwertsteueranpassung. Dieser gilt es betriebswirtschaftlich entgegenzuwirken. Durch verschiedene digitale Lösungen oder Prozesse kann sich jeder Gastgeber oder Gastgeberin einige tausend Euro im Jahr sparen. Lernt die neuesten Lösungen und Anbieter auf der Internorga kennen. Begleitet Markus auf seiner digitalen Trendtour auf der Internorga in Hamburg. Das Eintrittsticket zur Internorga ist inklusive und die Teilnehmerzahl begrenzt. Den Link zur Tour findet ihr in den Shownotes auf der Küchenherde-Website oder unter küchenherde.com /links. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Da gibt es eine klare Vorstellung, das hat jemand mal durchgerechnet, das ist der Marco Springmann aus Oxford. Der hat sich das durchgerechnet, hat gesagt, wo müssen wir denn mindestens hin mit unserer Diät, damit wir die Nachhaltigkeits- und Klimaziele erreichen können. Diese 2/3-Reduktion. Und hat uns ausgerechnet, dass es eben bedeutet, dass wir beim Fleisch- und beim Milchkonsum reduzieren müssen. Wenn wir natürlich mit Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Gemüsefrüchte hoch müssen, und zwar müssen wir auf 3 Portionen Fleisch pro Woche pro Person. Also einmal Fisch, einmal Hühnchen und einmal rotes Fleisch pro Person und Woche und auf 250 Gramm Milchäquivalente am Tag. Also das ist so die Zielvorstellung, wenn wir das, also auch unter Optimierung natürlich von Reduktion Food Waste und der Produktion, das ist mit eingerechnet, müssen wir dieses mindestens erreichen, dieses Niveau.
Also das ist im Vergleich jetzt zur deutschen Diät, haben wir das ausgerechnet, das ist eine 84% Reduktion vom roten Fleisch und eine 75% Reduktion von Milchprodukten. Also Milchäquivalente sind ja nicht bloß die Milch, sondern auch der Käse und die Butter. Ja, das ist ganz schön happig, wenn man sich das so überlegt, auch als Gastronom, was die Gäste so wünschen und was es dann letztendlich geht. Ist aber auf der anderen Seite die Diät, die unsere Großeltern hatten. Also dreimal Fleisch die Woche, das war das, was wir vor 75 Jahren gegessen haben. Also es ist durchaus gesellschaftlich kompatibel, aber die Herausforderung ist es klar, wie kriegen wir Speisen serviert, eben, dass sie lecker sind, dass die Leute sie wollen. Wie kriegen wir es hin, dass wir alle am selben Strang ziehen, also von NGOs bis Regierungen, bis Gastronomen, bis Fleisch- und Milchersatzprodukthersteller, damit wir diese Ziele auch erreichen, ohne dass die Gäste dann ausbleiben oder Leute Revolte machen, weil sie sagen, ich verstehe es nicht und ich werde hier wieder von einer technokratischen Idee übernommen, wo ich gar nicht mitkomme, sondern wie kriegen wir das hin, das attraktiv aufzubereiten und auch einen Wertekanon zu etablieren. Also einen gewissen Status an so einer Ernährung auch zu haben, dass sie sagen, nee, das ist cool, das will ich jetzt. Ich habe verstanden, um was es geht, ich bin mit dabei und mir schmeckt's. Also wie kriegen wir das in den Köpfen tatsächlich hin, dass wir da Respekt vorhaben und das auch wertschätzen, diesen Kanon. Ja. Und ich glaube, hatte ich gerade schon gesagt, dass die größte Chance, das in unsere Köpfe reinzukriegen, wirklich die Besuche bei unserem Lieblingsgastronomen sind und dort diese Erfahrung machen und zu sehen, wie einfach und toll und lecker das ist. Und das ist so meine Idee davon. Du hast gerade das Thema Diät angesprochen und hattest, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, mir was zugeschickt zum Thema Planetary Health Diet. Health Diet. Genau, also die. Ja. Das ist der englische Begriff, ist ein bisschen blöd übersetzt auf Deutsch. Ne? Also es ist nicht Diät, dass ich da nicht Diät, sondern also im Englischen Planetary Health Diet oder Lifestyle oder Regime oder irgendwas. Also der Punkt ist, es geht darum, dass das ausgerechnet wurde von Marco, wo wir da hin müssen. Also diese 3 Portionen Fleisch pro Woche und diese Milchreduktion. Das ist genau die Planetary Health Diet, die ich da gerade zitiert habe. Das ist die Zielscheibe, die wir treffen müssen, Pi mal Daumen in den nächsten 10 Jahren, ne? Also gesamtgesellschaftlich. Und das ist die Herausforderung, um die es letztendlich geht. Und bloß um das nochmal so ein bisschen auszumalen, also diese Planetary Health Diet, die ist berechnet worden auf dem Konzept der planetaren Grenzen. Also es gibt unseren Planeten und es gibt hier irgendwelche Sachen, die wir machen auf unserem Planeten, die unseren Planeten kaputt machen, also kaputt im Sinne von wir zerstören irreversibel irgendwelche Systeme, irgendwelche Ressourcen, die dann für zukünftige Generationen nicht mehr zur Verfügung stehen. Also wenn sie nicht mehr zur Verfügung stehen für zukünftige Generationen, heißt das, wir vernichten die Lebensgrundlage für uns als Menschheit, für alles andere auch, aber primär geht es ja um uns als Menschheitsfamilie. Und das Interessante ist, dass wir jetzt schon, das vor 3 Monaten kam die aktuelle Studie raus, wieder, wo aufgezeigt wurde, ja, wir überschreiten diese Grenzen in puncto Klimawandel, in puncto Wassernutzung, also in puncto Landnutzung, in puncto Phosphor und Stickstoffausstoß. Also es sind wirklich Dimensionen, die wir überschreiten, die wirklich ihren Effekt haben, dass wenn wir sie überschreiten, dass wir prinzipiell unsere Lebensmittel versorgen, also die ganze Supply Chain kaputt machen. Also Übersäuerung von Stickstoff und Phosphor bedeutet, dass Seen umkippen, Ozeane versäuern, Wälder versäuern. Wenn so ein See tot ist, dann kommen da keine Fische mehr raus. Biodiversität, wo wir überschreiten, ist natürlich unheimlich wichtig, also beispielhaft, wenn es keine Bienen mehr gibt, dann können wir auch keine Lebensmittel mehr anpflanzen. Wasser, wichtiges Thematik, ob es jetzt die Waldbrände sind, die auch wieder also wenn es zu wenig Wasser gibt, dann wird es trocken oder wir müssen dreckiges Wasser trinken, wenn wir kein Frischwasser haben. Landnutzung im Sinne auch als Lebensraum sozusagen für uns Menschen. Alle diese Grenzen überschreiten wir gerade und die haben ihren Effekt auf die Lebensmittelversorgung, Klimawandel voraus. Ne? Wir haben es jetzt gesehen, ob es jetzt Überschwemmungen sind, Hagel, auch wieder die Waldbrände, die Dürren und so weiter, die vernichten komplett unsere Ernten. Aber jetzt die entscheidende Erkenntnis oder die entscheidende Information, die wichtigste Information, würde ich fast schon sagen, für den ganzen Podcast,
ist sich anzuschauen, nicht bloß, dass es halt schlecht läuft, wenn wir da nicht drauf achten, sondern warum überschreiten wir diese Grenzen. Und dann schauen wir uns die Landwirtschaft an, also unsere Lebensmittelproduktion, und sehen, dass die primär verantwortlich ist. Die ist primär verantwortlich für die Frischwassernutzung, 80%, für die Landnutzung, für den Stickstoff und den Phosphorausstoß. Das sind unsere Düngemittel, die wir da ausstoßen, für die Vernichtung der Biodiversität, weil wir halt Wälder abholzen und Monokulturen betreiben. Und ein Drittel für den Klimawandel, also auch dort mitverantwortlich. Und damit eigentlich die Botschaft, dass es heutzutage nicht mehr möglich ist, aufgrund der Fakten über Nachhaltigkeit prinzipiell zu reden, über das Überleben der Menschheit zu reden, prinzipiell zu reden, ohne die Ernährung mit einzubeziehen. Also die ist im Kern der Thematik, die steckt im Herzen dessen, was wir tun müssen, um tatsächlich hier als Menschheitsfamilie fortbestehen zu können und so tief verankert, dass da kein Weg drumherum führt. Da habe ich jetzt drei Sachen, die ich dazu sagen möchte. Erstens zum Thema Bäume pflanzen als CO2-Speicher. Da schließt sich der Kreis wieder. Dann meldet euch bitte bei Chris Kaiser von Clicketree, weil der übernimmt dieses Thema Bäume pflanzen und dort kann jeder, der möchte, auf der ganzen Welt, fast auf der ganzen Welt mit Chris zusammen Bäume pflanzen. Es gibt einige Restaurants, die sich schon Chris angeschlossen haben und dann einige Gerichte dann auch damit verbunden haben, dann ist dieses Gericht halt ein bisschen teurer, ist dann der Baumburger vielleicht. Und jedes Mal, wenn dieser Baumburger gekauft wird, bestellt wird, wird halt irgendwo ein Baum gepflanzt. Also ist auch nochmal eine schöne Möglichkeit. Da schließt sich dann wieder der Kreis. Das war das Erste, was ich sagen wollte dazu. Das Zweite, das Dritte habe ich schon wieder vergessen, fällt mir gerade ein. Das Zweite, was ich dazu sagen wollte, ist, wir sprechen seit mehreren Jahren schon über das Thema Klima, Klimawandel. Und es geht ja nicht nur um den Klimawandel und darum, dass wir hier auf ganz dünnem Eis uns bewegen, sondern es geht halt auch darum, und du hast es gerade ganz richtig gesagt, wir kappen unsere Versorgung. Wir machen unsere Ernährung kaputt, beziehungsweise wir stellen nicht sicher, dass wir in einigen Jahren uns noch mit wachsender Bevölkerung weiterhin ernähren können. Und dann ist es mit dem Klima natürlich auch noch dramatisch, aber wenn wir nichts mehr zu essen haben, haben wir nichts mehr zu essen, weil alles kaputt und verseucht und übersäuert ist und so weiter. Das ist blöd. Und jetzt ist mir das Dritte auch wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Zum Thema Ernährung. Wir haben früher unsere Großeltern oder auch noch unsere Eltern, die haben sich ja auch anders ernährt, das hast du ja gerade auch schon gesagt. Die hatten das so, dass die irgendwo einmal in der Woche gab es den Sonntagsbraten, da war die Ernährung noch eine ganz andere, da hat man wesentlich weniger Fleisch gegessen. Und dann hat sich das irgendwann verändert, dann wurde es alles günstiger, es wurde professioneller, man konnte sich mehr Fleisch leisten, dann kam zweite, dritte, vierte Mal in der Woche, dass man Fleisch essen konnte. Hinzu kam halt auch noch, dass die Weltbevölkerung enorm gewachsen ist innerhalb der letzten 40, 50 Jahren. Und dann mit den gesunkenen Preisen ist das halt alles relativ schnell oder sehr, sehr schnell passiert, dass wir jetzt diesen Käse haben, den wir jetzt wieder auslöffeln müssen. Genau, das waren die drei Sachen, die ich dazu noch sagen wollte. Lass uns aber mal kurz nochmal auf die Gastronomie zu sprechen kommen. Gastronomen, Gastgeber, Gastgeberinnen, die Eternity bereits einsetzen. Was sagen die zu dem Tool oder zu der Nutzung und was sagen die Gäste von den Gastgeber und Gastgeberinnen? Hast du da ein paar Stimmen zu? Das krasseste Beispiel ist tatsächlich das Studierendenwerk Berlin, die tatsächlich auch gesagt haben, gut, wir haben es verstanden, Studierende sind dabei und die tatsächlich ihren Menüplan, die haben ja da 512 Menüs, haben sie da geplant für die unterschiedlichen Mensen, 60, 70 Mensen, die die da betreiben, und haben wirklich gesagt, na, von den 512 sind es halt noch ein Dutzend, die Fleisch haben. Ja. Alles andere ist vegetarisch und vegan und haben das umgesetzt. Da gibt es eine ganz lustige Anekdote, wie es dazu kam, um das vielleicht sinnbildlich auch zu greifen. Es war so, dass die drei Stockwerke belegt hatten von so einem Gebäude, wo sie eine ganz normale Mensa betrieben haben. Dann kam der Lehrkörper her und hat gemeint, wir wollen jetzt zwei von diesen Stockwerken haben und ihr müsst eure Mensa auf ein Stockwerk reduzieren. Und dann haben die gesagt, damals, das war am Anfang, ne, bevor das alles angefangen hat, also immer clever, machen wir eine vegane Mensa draus, da kommen dann weniger Gäste. und dann können die anderen die zwei Stöcke haben. Und dann haben sie diese vegane Mensa gemacht, Vegi 1.0 hießen sie damals,
mit dem Effekt, dass es überrannt wurde. Also dass es viel mehr Studierende waren, die dann dort auch gegessen haben, weil die Nachfrage da so groß war. Und das haben sie dann realisiert man so, dass da passiert was, da müssen wir was tun. Und dann haben sie dieses Konzept ausgeweitet. Veggie 2.0 heißt sie mittlerweile und ist jetzt dann auch, wie gesagt, sozusagen stimmgebend gewesen über diese ganze Strategie, dass sie wirklich durch die Bank für alle Studierendenwerke über 60% an CO2-Emissionen schon einsparen. Also sie sind wirklich mit dem, was die Studierendenwerke da umsetzen, im Rahmen dieser Planetary Health Diet, im Rahmen von dem, was wir gesamtgesellschaftlich auch brauchen und damit auch ganz großes Vorbild, also internationales Vorbild auch geworden, wie man das anpackt und wie man das lecker macht und wie das auch funktionieren darf. Also nicht alles ist dort rosig. Es sind die Studierenden sind dabei, aber natürlich sind Gästezahlen zurückgegangen im Staff, also in den Mitarbeitenden da von den Universitäten. Also das sind ältere Bevölkerung auch, die vielleicht eher noch konservativen Werten anhängen. Und mit diesen Stimmen muss man sich auseinandersetzen. Also es ist ganz klar, dass wenn die sich übertölpelt fühlen oder da auch in ihrer Autonomie, in ihrer eigenen Entscheidung sozusagen, die genommen fühlen, dass es nicht gut ankommt, sondern dass wir da natürlich auch mit den Informationen kommen muss, mit den leckeren Gerichten und mit dem Gehör. Und die Stimmen wird es geben. Ne? Aber diese Stimmen sind auch, denke ich, ja, auch wichtig zu hören und ein guter Wegweiser, um zu spüren, wo sind wir zurzeit, was braucht es noch und wie kriegen wir den Weg auch eingeschlagen. Gibt es denn auch Gastgeber, Gastgeberinnen aus der klassischen Gastronomie, Individualgastronomie, die gesagt haben, okay, wir setzen das jetzt um, wir schreiben den CO2-Footprints, die CO2-Bilanz schreiben wir mit auf unseren Karten, sowas in der Art, gab es sowas auch schon? Genau, es ist ganz klar, ich rede viel von Systemgastronomen, weil hier einfach sehr viel passiert, also wir sind da mit 500 Restaurants am Start und ich würde mal sagen, es ist nochmal eine andere Herausforderung oder auch andere Pionierleistung in der Individualgastronomie, also ganz klar. Und das geht durch den Sektor, also mit Andreas Caminada, wo wir Gerichte zusammengestellt haben, bis zu Burger, Buden und so weiter. Ein toller Unternehmer hier in der Schweiz ist die Familie Wiesner Gastronomie, das sind auch ein paar Brüder, die Brüder Wiesner, die tatsächlich, die haben so 50 Restaurants von Sushi bis Burgerbuden und so weiter, die wirklich als Familie als Unternehmer erstmal in erster Linie entschieden haben, wir müssen was tun. Also wir wollen da mit dabei sein, wir wollen was tun und schauen mal, wie wir das angehen, ohne jetzt vielleicht auch das jetzt frontal an die Gäste schon zu kommunizieren und zu machen. Und die haben wirklich geschaut, dass sie A, erstmal im Angebot, im Burger-Restaurant, der Butcher heißt das, geschaut haben, dass es mal ein veganes und vegetarisches Angebot gibt, was genauso groß ist wie das Fleischangebot. Also sie haben einfach mal wirklich eine große Palette an interessanten Produkten, Planted, Beyond Burger und so weiter, serviert, wo sie wissen, dass das funktioniert geschmacklich, das sind tolle Produkte, die werden auch konsumiert. Und dann haben sie angefangen, die CO2-Werte zu kommunizieren, dann haben sie angefangen, in ihrer Nachhaltigkeitsmission, in ihrer Nachhaltigkeitskommunikation allgemein das Thema groß aufzugleisen, in den Medien zu kommen. Und jetzt sind sie auch dabei, zu realisieren, dass wir in der Kommunikation, klar können wir hinschreiben, ist ein veganer Burger, manchmal zum Effekt, dass es, die Veganer freuen sich natürlich, aber mit dem Effekt, dass es dann normale Menschen sagen, naja, ist vegan, das will ich jetzt gerade nicht, ne? dann wählen sie es nicht. Also, dass wir auch realisieren müssen, okay, das kann ja auch mal ein veganes Gericht sein, was jemand isst, was gut schmeckt, aber wir müssen es vielleicht nicht unbedingt frontal ins Gesicht sozusagen kommunizieren, sondern eben in den Kommunikationswegen, eben, ist es auch einfach in Ordnung. Bei Spaghetti mit Tomatensauce müssen wir auch nicht vegan hinschreiben. Also die Leute checken es ja auch, dass es einfach ein leckeres Gericht ist. Wir brauchen beides. Wir brauchen die klare Deklaration, aber manchmal hilft es auch einfach zu sagen, das sind einfach leckere Gerichte. Es passt. Um dann auch wiederum zu schauen, dass wir Hühnchen ist einfach wesentlich 4-5 Mal besser in der Bilanz als jetzt Rindfleisch. Dass es auch auf den Typ von Fleisch ankommt und da ein bisschen umzustrukturieren, um zu schauen, wie oft servieren wir jetzt noch Rindfleisch, welche anderen Fleischprodukte kommen, um einfach durch die Bank alle Leute auch in ihrem Wertekanon abzuholen, aber Stück für Stück einfach weiterzukommen. Also ich
Ich sehe es ganz klar, dass es eine super Herausforderung ist. Ich denke, dass die Gastronomen dieses mit Herzen angehen, mit Kulinarik angehen, auch in der Kommunikation gut angehen, die sind, also ganz klar, die ersten 10% werden Pioniere sein, die werden auch enorm davon profitieren, weil sie natürlich auch es hinbekommen, ihr bestehendes Publikum anzuziehen, aber auch ein neues Publikum zu bekommen und hier auch einen Wert in die Gesellschaft mit einzutragen. Das ist immer eine tolle Leistung, wo auch eine tolle Kundenbindung ist. Das sind die ersten 10%, aber dann für die restlichen 90 muss ich ganz ehrlich sagen, ist es herausfordernd, das hinzubekommen und braucht ganz klar auch Unterstützung regierungsseitig. Also wo wir dann auch sagen müssen, hey, ich will jetzt nicht gleich die Parallelen zur Corona-Krise jetzt auch ziehen, aber wo es tatsächlich in die Richtung geht, dass wir eine verpflichtende Kennzeichnung brauchen, eine politische Kennzeichnungspflicht für CO2-Emissionen, in Zukunft auch eine CO2-Steuer brauchen, also dass einfach viele Emissionen ein bisschen mehr kostet. Wir reden hier von einem Euro, was es dann vielleicht mehr kostet, aber oder die anderen Produkte in Euro günstiger werden, dass ich mir sicher bin, dass es jetzt einfach die Möglichkeit gibt für die Pioniere, da große Schritte zu machen, aber um die ganze Gesellschaft mitzubekommen, brauchen wir tatsächlich auch ein anderes Rahmenwerk noch, was es dann auch gesamtgesellschaftlich unterstützt, um die Herausforderungen zu bewältigen. Ich glaube, das ist ganz klar. Also, dass es keine einfache Aufgabe wird, das freiwillig hinzubekommen. Ja. Eine Sache, das war so der ein Key-Learning bei mir. Ich hatte mal ein Podcast-Interview, das ist jetzt schon einige Monate her, mit Antonia Schäfer. Antonia Schäfer ist vegane Hotel- und Gastronomieberatung und unterstützt halt beim Thema vegan in der Umsetzung. Wie etabliere ich das bei mir auf der Speisekarte? Und mit der hatte ich mal ein Podcast-Interview und die hat mal zu mir gesagt, und das war ein Satz und das war aber ein mega Key-Learning für mich, was du gerade auch gesagt hast, nenn es einfach nicht vegan. Nenn es einfach nicht vegan, dann wird es von den Leuten, die überzeugte Fleischesser sind, wird es nicht direkt aussortiert und nenn es einfach anders. Und das fand ich ein ganz wichtiges Learning und sehe es leider noch viel zu selten auf den Speisekarten dieser Welt. Es ist absurd, ne, wo wir gesellschaftlich uns zurzeit befinden, ne, mit dieser Spaltung, die da durchgeht von Brexit bis Trump bis AfD und so weiter, wo wir merken, dass Leute sich abgehängt fühlen oder auch ideologisch irgendwelche Sachen, also über Social Media hochspielen, ich bin entweder schwarz oder ich bin weiß und dann bekriegen wir uns dort und eigentlich wir realisieren müssen, hey, es ist alles eine Menschheit, es ist alles dasselbe Problem. Also auch in puncto Klimawandel, ne? Also wir rechnen ja damit, dass der Schaden, den der Klimawandel über die nächsten 50 bis 100 Jahre auch hat, sind Zwangsumsiedlungen, sind Zerstörung von Hab und Gut, also Flüchtlinge. Ne? Also sind in der Anzahl 200 Millionen bis 1 Milliarde Flüchtlinge, mit denen wir rechnen, weil Meeresspiegel steigt, Ernten gehen kaputt. Also einfach die Lebensgrundlage wird vernichtet, die Leute müssen irgendwo anders hin. 1 Milliarde Menschen, bis zu 1 Milliarde Menschen. Das ist einfach bloß, um sich ein bisschen zu verbildlichen. Das sind mehr Menschen, die flüchten, also zwangsumgesiedelt werden müssen, als in allen Kriegen der Menschheitsgeschichte kombiniert. Also es ist die größte Katastrophe, auf die wir zusehen. Und einfach bloß um das ist in dem Moment, ist es egal, ob meine Philosophie ist, die Leute möglichst draußen zu halten oder meine Philosophie ist, die möglichst einzuladen. Das sind so viele Menschen, also das sind über 10 Millionen Menschen, die in Deutschland unterkommen müssen, die Arbeit brauchen, die was zu essen brauchen, die Infrastruktur brauchen, wo es nicht mehr möglich ist, die einfach draußen zu halten oder dann in Militär oder in Mauern zu investieren. Und es ist völlig egal, wo ich mich auf dem politischen Spektrum befinde. Es geht um eine humanitäre Katastrophe, die wir gemeinsam anpacken müssen, weil es uns einfach alle betrifft. Und dieses, das sich zu realisieren, dass wir halt alles eine Menschheitsfamilie sind, ne? Also dass wir, dass manche Leute halt auch Angstentscheidungen treffen, die anderen vielleicht aus einer Empathie heraus, aber dass es letztendlich darum geht, zusammenzukommen und zu realisieren, dass es ums ein und dasselbe geht, um ein und dieselbe, dass es darum geht, den Dialog zu fördern und zu schauen, dass wir in unseren Ansichten wieder zusammenkommen, weil wir alles Menschen sind. Das ist so eine große Herausforderung, wo es eben hilft, also den Bogen zu bekommen, nicht diese Ideologien zu befeuern. Ne? Das sind die Veganer und das sind die anderen und das sind diejenigen und ich bin anders und die sind so. Also einfach da auf die Gemeinsamkeiten einzuspielen. Und es ist auch ganz egal, woher die Menschen kommen, aus welchem Land. Dass man wirklich versucht, da in der Kommunikation einfach
dieses Verständnis auszuweiten. Und abschließend möchte ich gerne mit dem Gedanken, es ist natürlich schon wirklich, du hast es auf den Punkt gebracht, eine humanitäre Katastrophe, auf die wir zusteuern. So möchte ich den Podcast aber nicht beenden, dass alle jetzt hier mit gesenktem Kopf die Kopfhörer rausnehmen und traurig sind. Nein, auf keinen Fall, weil das Gute an der ganzen Sache ist, es gibt Menschen, die sich darum kümmern, dass es anders wird. Und jeder, der jetzt gerade hier zuhört, hat die Macht und die Chance, etwas dazu zu tun. Und ganz viele Kleinigkeiten, wenn jetzt im Küchenherde-Podcast, den hören über 20.000 Menschen, wenn jeder eine Kleinigkeit tut, dann können wir im Gastgewerbe, können wir etwas verändern, weil wir erreichen alle Menschen, die da draußen in Deutschland rumlaufen, die erreichen wir einmal pro Woche, einmal im Monat oder vielleicht auch nur alle 3 Monaten, aber wir erreichen sie und wir haben die Möglichkeit, diese Menschen zu beeinflussen und diese Chance müssen wir nutzen und dann laufen wir auch nicht auf diese humanitäre Katastrophe zu, wenn wir das alle machen. Genau. Also das ist schon spannend zu realisieren. Ne? Also wenn man als Gastronom, egal wo man sich da jetzt befindet, realisiert, naja, ich kann ja auch einfach was Leckeres machen, was dann vielleicht veganes Menü ist oder auch einfach klimafreundlich in dem Sinne, erreiche ich halt Hunderte, erreiche ich vielleicht sogar Tausende an Menschen. Einfach so, die das essen, die das lecker fanden, die vielleicht wiederkommen, die vielleicht auch ein Stück Informationen mitnehmen. Also einen enormen Hebel, den wir uns geschaffen haben, vielleicht auch durch die Berechnung, durch die Technologie, durch die Ausbildung, durch den schon Wohlstand, würde ich sagen, den wir auch leben, wo wir Möglichkeiten haben, ne? So viel zu bewegen. Also wir haben Chancen, hier was zu bewegen. Wir haben Milliarden Menschen nicht auf diesem Planeten. Also absurd, ne? Wo wir uns da auch befinden in Deutschland, wo wir auch einfach sagen können, hey, wir können auch Verantwortung einfach mal deswegen übernehmen, weil wir es können, nicht weil wir zuständig sind, sondern einfach, weil wir es können, weil es so viele andere Menschen nicht können. Also auch sozusagen in diesem Gefälle zu verstehen, hey, lass es uns einfach machen, weil wir hier eine Chance haben, das Richtige zu tun. Und dann trotzdem tatsächlich auch zu realisieren, okay, selbst, also wenn ich das machen will, wenn ich mich da auf den Weg begebe, fängt da trotzdem mit mir selbst an. Also zu merken, ich kann jetzt da niemanden von Nachhaltigkeit überzeugen, wenn ich da nicht selber dabei bin. Also zu realisieren, das fängt bei uns an, das fängt ja, vielleicht auch bei dem an, was ich jetzt heute Mittag oder heute Abend esse, einfach mal ausprobiere, die Augen auf habe und einfach mal was Neues vielleicht ausprobiere. Ja, dann vielleicht auch mal einfach für die Leute zu kochen, die im direkten Umfeld um uns herum, unsere Kinder, unsere Familie, unsere Partner und so weiter, da mal was Leckeres zu kochen und das so zu vermitteln und damit auch zu realisieren, hey, ja, ich meine, jede gute Geschichte fängt eigentlich bei jedem persönlich auch an und um das hinzubekommen, brauchen wir eigentlich nur so, ja, vielleicht mal eine Minute Besinnung. Ja, also mal kurz innezuhalten, sich nicht immer volltexten zu lassen von den ganzen Medien, die wir um uns rum haben. Ne? Einfach mal innezuhalten und zu überlegen, was wollen wir in unserem Leben, was machen wir, warum sind wir hier und was wollen wir beitragen und ist es denn wirklich so kompliziert beim Essen? Einfach herauszufinden, dass es andere Sachen gibt, die auch lecker sind und dass das einfach geht. Ja, dass wir uns da keinen großen Stress machen müssen, sondern dass es einfach möglich ist, das einfach mal zu tun. Kostet nicht mal mehr. Also es ist wirklich nur, wenn man das so realisieren würde, dass es mit einem Fingerschnips wie durch die ganze Welt gehen könnte, dass wir uns einfach besinnen und sagen, ja komm, lass uns einfach auf die Rindfleisch verzichten, dann hätten wir es geschafft. Ne? So Pi mal Daumen, das ist schon faszinierend, was wir da bewirken können. Lieber Manuel, wir sind so ziemlich am Ende der Folge angelangt tatsächlich. Es hat mir große Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Ich merke, da steckt eine ganz, ganz tiefe Passion in diesem Thema in dir, das umzusetzen, das weiterzugeben und wirklich was Gutes zu bewirken. Und ja, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du mein Gast warst im Küchenherde-Podcast, dass du ein Teil der Serie Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor im Gastgewerbe geworden bist und du bist mein Gast im Küchenherde-Podcast. Daher darfst du den Küchenherde-Podcast abschließen. Ich verabschiede mich schon mal von euch allen. Vielen lieben Dank, dass ihr uns
so aufmerksam zugehört habt und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Über eine gute Bewertung freue ich mich natürlich auch. Und jetzt, lieber Manuel, vielen lieben Dank dir und du hast das letzte Wort, du darfst den Küchenherde-Podcast abschließen. Ja, herzlichen Dank, Markus, für das Thema, für die Möglichkeit, da auch Leute zu adressieren. Meine Botschaft zusammengefasst ist, hey, schaut nochmal auf der Webseite ace.earth, heißt sie, im Link, ladet euch das Poster runter oder stellt es, aber hängt es einfach mal auf. Ein super einfacher Schritt. Spannendes Ding für alle Gäste, die das anschauen, für euch selbst, wenn ihr den Kühlschrank aufmacht. Um dann auch zu realisieren, ja, wir können da was vorantreiben und diese Norm prägen, die wir da als Gesellschaft weitermachen wollen. Und wichtiger Punkt ist einfach, dass, wie ihr schon gemerkt habt, ich bin hier sehr enthusiastisch dabei. Ich freue mich jedes Mal, wenn jemand einfach herkommt und sagt, kannst du uns helfen, kannst du uns unterstützen. Und damit auch die Einladung, wenn ihr es jetzt bis zum Ende gehört habt, meldet euch einfach. Wir haben ein Team und uns geht es wirklich nicht ums Kommerzielle, sondern uns geht es darum, möglichst viel zu bewerten. Und nehmt uns in Anspruch. Also schreibt, ruft an, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr Unterstützung braucht. Ich freue mich jedes Mal, helfen zu dürfen. Danke euch.